was für ein wunderbarer... ekelhafter Morgen. Ich kann's kaum erwarten, einen neuen Tag zu beginnen. Los geht's! Zuerst bürste ich meine wunderschönen Locken. Erst flechte ich meine Haare. Und jetzt gehe ich spazieren. Hallo Wednesday, wie geht's dir? Bist du bereit für die neue Challenge? Ich bin immer bereit. Aber glaub ja nicht, dass ich dich gewinnen lasse. Möge die Stärkste gewinnen. Oh wow, ist es das, woran ich denke? Also ich glaube, hier kannst du sicher nicht gewinnen. In Darts? Habe ich noch nie gespielt. Aua, das hat voll wehgetan. Hey Wednesday, schau mal, das sind ja Luftballons. Du bist neu in diesem Spiel, du darfst anfangen. Erstmal zielen und werfen. Ah, ich habe getroffen. Das ist ja viel einfacher, als ich gedacht habe. Oh, sieht so aus, als hätte ich was Leckeres bekommen. Oh, schau dir das ganze Zeug an. Hey, was machst du denn da? Die einzige Sache, die ich mehr liebe als Darts, ist meine Armbrust. 1, 2, 3. Denkt ihr wirklich, ich würde verfehlen? Natürlich nicht. Mal sehen, was ich bekommen habe. Einen Oktopus. Herrlich. Ich liebe die Tinte, die er produziert. La la la. Ich werde mir einen wunderbaren Milkshake machen. Was ist das denn? Voll ekelhaft. Nein, das kannst du zurückhaben. Dieser Oktopus ist rosa, also wirst du ihn benutzen müssen. Also, es geht weiter. Ich nehme mir diese schwarze Paprika und noch ein paar Blaubeeren. Auch wenn die ganz schön schwarz aussehen. Und jetzt alles zusammenmixen. Diese Farbe sieht einfach wunderbar aus. Und der Geruch gefällt mir. Na, probieren wir mal. Oh ja, dieser Smoothie ist sogar besser, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ein bisschen pikant. Wednesday, ist das dein Ernst? Du trinkst immer so ekliges Zeug. Ach, aber mein Cocktail wird wohl auch nicht viel besser sein. Vielleicht wird ja die Süße von diesen Macarons alles ein bisschen aufbessern und die Marshmallows noch. Alles schön zusammenmixen und jetzt probieren. Das riecht ganz schön eklig. Also eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Wobei, mir ist schlecht. Tut mir leid, Leute, aber ich halte es nicht aus. Bravo, Annette. Das hast du gut gemacht. Jetzt ist dein Milkshake über den gesamten Boden verschüttet. Wie auch immer, ein Anfang ist gemacht. Und jetzt kann es weitergehen. Ich bin mir sicher, ich werde viel mehr Glück haben. Ups, was ist das denn? Cola in einer Babyflasche? Wirst du das wirklich trinken? Oh, eine rosa Fanta. Ist das für mich? Voll niedlich. Oh, ich kann es gar nicht glauben, dass ich tatsächlich die Cola so trinken werde. Wobei, ich kann den Schnuller einfach abnehmen. Moment mal, das ist ja gar kein Getränk. Das ist ein Gelee. Schmeckt gar nicht schlecht. Ja, gefällt mir. Oh, wow! Du hast ein Cola-Gelee und ich habe ein Fanta-Gelee, das ich nicht ausquetschen kann. Oh, wie soll ich das machen? Na los, komm bitte raus. Gib mir mein Gelee. Aua, meine Hände tun weh. Was soll ich machen? Nein, ich halte das nicht mehr länger aus. Annettes Gejammer ist eine echte Folter. Bitte schlag mich nicht, ich werde nicht mehr jammern. Mach mal Platz. Ah, du willst mir helfen? Okay, ich bin in Position. Na dann, es kann losgehen. Bam. Na, gefällt dir dein Gelee? Soll das dein Ernst sein? Ich bin jetzt total klebrig. Alles nur wegen dir. Naja, du wolltest doch meine Hilfe. War lecker. Na, was hast du uns diesmal vorbereitet?
Oh, wow, was zur Hölle ist das denn? Ein komischer Hut? Ein Turm? Oh, wow, das Ding brennt ja auch noch. Was für eine Show. Ich sehe, ich konnte dir was beibringen. Nudeln, nicht schlecht. Ich will herausfinden, was ich habe. Und sind wohl die Special Effects ausgegangen? Na, das macht nichts. Ich habe auch Nudeln bekommen, aber meine sind schön rosa. Ich kann es kaum erwarten, was zu probieren. Ups. Ich glaube, da war noch mit was drin. Das schmeckt ja richtig seltsam. Oh nein. Das sind ja scharfe Nudeln. Ganz schön scharf. Ah, du bist wie ein kleines Kind. Bist du fertig? Ich zeig dir gleich, wie man diese Nudeln isst. Du willst doch nicht wirklich eine Kakerlake? Oh, doch. Ich liebe diesen knusprigen Geschmack. Unglaublich, ich kann's nicht glauben. Aber diese Nudeln sind doch mega scharf. Wie machst du das bloß? Wednesday, du bist ein Ungeheuer. Danke für das Kompliment. Diese Nudeln sind einfach perfekt. Und die Kakerlaken übrigens auch. Okay, ich bin fast fertig mit den Nudeln. Ah, da war eine Kakerlake in meinen Nudeln. Ach bitte, die schmecken noch perfekt. Wirklich? Haben wir Gummibärchen bekommen? Es könnte echt nicht besser sein. Schau mal, wie süß meiner ist. Ich glaube, ich habe eine Verwendung für diesen Bären. Was? Das hast du doch nicht wirklich vor, Wednesday, oder? Ah, schau mal. Ich werde meinen Bären einfach... Oh, wieso bist du so hart? Wieso kann ich nichts abbeißen? Blödsinn. Moment, ich habe eine Idee. Ich schlage ihn einfach mit einem Tennisschläger. Schaut mal her und... Bam! Voll cool! Jetzt habe ich Gummibärchen-Spaghetti! Das schmeckt unglaublich lecker. Na, endlich kann ich alles aufessen. Die Dinger lassen sich voll in die Länge ziehen. Lecker Schmecker, gefällt mir total. Okay, es wird Zeit. Los geht's. Oh ja, Teddybär. Du wirst nie wieder Süßigkeiten klauen, oder? Ich sehe, du hast wohl nichts zu sagen. Dann lass uns mal weitermachen. Hier ist tatsächlich kaum was übrig geblieben. Ich bin mir sicher, diese Masse wird lecker schmecken. Tatsächlich nicht schlecht. So gefällst du mir gleich viel mehr. Wednesday, du bist so gemeingefährlich. Aber ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich auch was davon probiere. Wirklich voll köstlich. Wednesday, ich habe einen Stromschlag bekommen. Wovon redest du, Annette? Voll das leckere Gelee. Mit der kleinen Überraschung. Rickelig. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Mach mal auf, Wednesday. Na, was denn wohl? Eiscreme. Das sind genau die richtigen Farben. Oh, voll cool. Ich hoffe, ich habe auch sowas Tolles. Wow, das ist das coolste Eis, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Richtig schön pink. Genauso mag ich es. Einfach fantastisch. Ist das tatsächlich so lecker? Oh, tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie das Eis von Annette schmeckt, aber meins ist einfach wunderbar. Perfekt. Ich krieg einfach nicht genug davon. Mir wird sogar ein bisschen kalt. Oh nein, ich glaube, ich bin erfroren. Okay, ich brauche da wohl einen Föhn. Also, um ehrlich zu sein, kriege ich echt nicht genug davon. Oh, meine Zunge tut schon weh. Moment mal, ich habe eine Idee. So wird das gleich viel schneller gehen. Diese Bohrmaschine ist genau das, was ich gebraucht habe. So,
Jetzt kann ich zumindest mein Gesicht wieder fühlen. So ist gut. Ich werde Annette mit ihrem Eis auch helfen. Hey, was ist denn hier los? Das bespritzt mich ja total. Wieso ist mein Eis geschmolzen? Wie konnte das passieren? What? Menno! Steht dir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss!